Servus Bayern-Fans und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des ersten Spieltag-Teasers der neuen Saison mit Lennart. Moin. Ohne Clemens dieses Mal, normalerweise macht das Clemens, aber aus zeittechnischen Gründen machen wir das jetzt und fassen das kurz zusammen. Also, zu Beginn des Teasers haben wir ein bisschen über mögliche Verlängerungen gesprochen, darunter Thiago und Alaba. Und auch über mögliche Transfers. Mir war man eigentlich sehr optimistisch, aber dann kam gestern die Meldung, dass der Thiago nach Liverpool geht für 30 Ja. Millionen. Kurzes Fazit von dir. Traurig. Schade. Ja, mal schauen, wie der Flick an Thiago jetzt ersetzt, ob er noch jemanden kauft oder ob er an Tolisso die Chance gibt. Wir werden sehen. Wer genaueres dazu hören möchte, kann gerne auf Spotify oder den anderen Plattformen vorbeischauen, wo unsere Podcasts verfügbar sind. Dazu einfach einen der letzten Zusammenfassungen anklicken, dann stellt euch Clemens auch die ganzen Plattformen vor. Okay, dann haben wir noch die Tabelle getippt für die nächste Saison, unsere Prognose. Und ja, ihr seht jetzt da die drei Tabellen eingeblendet von uns dreien. Was auffällig ist, wir sagen beide, oder beziehungsweise alle drei, dass Bayern Erster wird und Dortmund Zweiter. Und wir sagen auch, dass Bielefeld absteigt. Das waren also ziemlich die einzigsten Gemeinsamkeiten. Das Auffälligste ist jetzt noch, dass der Clemens zum Beispiel Frankfurt auf Platz 15 einfach tippt hat. Und ich habe halt Bremen auf Platz 8. Das ist auch ein bisschen sehr unwahrscheinlich. Und Schalke habe ich auf 15 tippt. Also, ja, kann man mal machen. Ja, und wer genau wissen möchte, warum, dass sie mir das so tippt haben, schaut auch gerne vorbei. Aber wie gesagt, das ist halt schwarz zum Tippen, so eine Prognose. Aber gut. Genau. Dann zum Spiel. Der Teaser kommt am selben Tag, wo auch das Spiel ist. Heute Abend Bayern Schalke. Wir haben natürlich auch die Aufstellungen getippt. Und ja, fangen wir einfach mit meiner Aufstellung mal an. Ich sag, dass der Sané von Anfang an spielt, weil der Coman ja in Quarantäne ist. Und Mittelfeld bin mir jetzt sicher, dass Goretzka und Kimmich spielt. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht sicher, dass der Thiago geht, deswegen bin er da stolz auf mich, dass ich so getippt habe. Und Verteidigung soll, dass Süle und Alaba Innenverteidiger spielen und rechts Pavard. Dann ich habe im Tor ein Neuer, in der Innenverteidigung Alaba und Süle, die Außenverteidiger Davis und Pavard, also eigentlich nichts verändert. Dann im Mittelfeld habe ich einen Thiago aufgestellt, ja, mein Tipp ist jetzt schon falsch. Dann daneben habe ich einen Kimmich aufgestellt und im ZOM einen Müller. Auf die Flügel habe ich einen Sané und einen Gnabry und im Sturm einen Lewandowski. Der Clemens, der hat eine ganz komische Aufstellung genommen. Der hat erst einmal Verteidigung und Tor, Neuer, Innenverteidigung Alaba, Süle, Außenverteidiger Hernandez und Kimmich. Dann im Mittelfeld hat er Goretzka, Thiago und Cuisance im ZOM, weil er auf die Flügel ein Gnabry und ein Müller hat. Und im Sturm dann ein Lewandowski. Genau, und wir haben natürlich auch alle Spiele getippt von dem Spieltag. Wir werden jetzt nur die Bayern, also die Tipps vom Bayern-Spiel, vorlesen. Die anderen Tipps könnt ihr im Teaser nachschauen oder auch in der nächsten Zusammenfassung. Da werden dann die Ergebnisse wieder abgeglichen. Genau, also Clemens tippt auf ein 5 zu 1 für Bayern. Er geht davon aus, dass das ein hoher Sieg wird für Bayern. Ich bin da anderer Meinung. Ich sag, dass eher knapper wird. Ich tippe 2 zu 1 für Bayern. Und du? Ja, ich bin in der Mitte geblieben. Ich habe gesagt, dass 3-0 ausgeht. Ja, dass zumindest ein paar Tore fallen. Genau, das war soweit jetzt die ganz kurze Zusammenfassung gewesen. Wie gesagt, ist jetzt nichts Professionelles. War heute halt jetzt auch kurzfristig und
Ja, wie gesagt, die nächste Zeit wird da ein bisschen knapper, denn es gibt viele englische Wochen. Wir wissen noch nicht, wie die Zusammenfassungen ausschauen, aber werden schon wieder ein bisschen länger werden, denke ich Ja, mal. und wenn, dann könnt ihr unsere Podcasts einfach auch hören. Und da steht wahrscheinlich, da ist ja alles drin dann. Ja, genau. Ja gut, dann viel Spaß beim Schauen heute und wir sehen uns zum nächsten Podcast oder Zusammenfassung. Ciao.